Welcome to my talk, Terraform, a more versatile tool than you thought. Ja, eine kleine Vorwarnung. Dieser Talk ist wirklich ein High-Level-Talk. Das heißt, ich werde eher an der Oberfläche rumkratzen und versuchen, einen guten Einstieg in die Thematik zu geben. Und für Illustrationszwecke ist der Code nicht unbedingt in Best Practice, aber einfach nur, um es simpel zu halten. Am Ende des Tages ist meine Hauptmotivation, erstens, probiert einfach mal Terraform aus und zweitens, es ist wirklich wesentlich vielseitiger, als ihr glaubt. So, wer von euch kennt nicht diese Situation? Sitzt zu Hause oder im Office, kriegt die Anforderung, wir brauchen jetzt End-Ressourcen und zwar sofort, die das und das können. Wer kennt das nicht? Und wenn das passiert, kann es zwei Szenarien geben. Entweder es klappt relativ schnell oder es klappt relativ schnell innerhalb ein paar Tagen oder man wartet und wartet und wartet. Au, es sind Ferien. Und wartet und wartet. Ja, es gibt halt Zeiten, da war es größtenteils abhängig von ein oder zwei Operatoren, die dann sich durchgeklickt haben oder ihre Checkliste an Shell-Befehlen durchgeführt haben. Wenn sie versionierter waren, haben sie Bash-Skripte verwendet. Aber das ist alles recht zeitaufwendig und man kommt sich irgendwie vor wie in einer Wüste. Das ist der Moment, wo Terraform ins Spiel kommt. Terraform, dieser Begriff oder das Terraforming, kam in den 40er Jahren von Science-Fiction-Autoren auf, die den Prozess beschrieben haben, einen wüsten, leblosen Himmelskörper in einen erdähnlichen, deswegen Terra, ähnlichen Zustand zu verbringen, was schon fast paradiesisch ist. Das anfängliche Beispiel ist eher ein wüster Planet, wenn man warten muss und warten muss und warten muss, jenseits des Paradieses. Aber wir wollen ja eigentlich eher paradiesähnlichen Zustand. Terraform arbeitet nach dem Prinzip Infrastructure as Code. Es stammt von HashiCorp, ähnlich wie Vault und Packer. Für diejenigen, die jetzt vielleicht beim vorhergehenden Talk von Emily anwesend waren, sind sehr viele Übereinstimmungen der Einleitung, aber andererseits, es ist eine super Gelegenheit, um dafür zu sorgen, dass wirklich jeder einen einfachen Einstieg kriegt. So, weiter. Ich beschreibe Terraform immer gerne als kodifizierte API-Calls in einer deklarativen Konfigurationssprache, weil wenn man unter die Haube schaut, läuft es genau auf das hinaus. Ein schöner Vorteil ist, es ist Open Source. Das heißt, man kann den Quellcode nehmen, man kann Change Requests einreichen. Und die Marketingversprechen sind in der Hinsicht sicher, vorhersagbar. Man kann seine Infrastruktur erstellen, ändern, verbessern, unterschiedliche Provider konfigurieren und allgemeine Vorteile sind allgemein. Wenn man seine Infrastructure als Code definiert hat, können diese in Versionskontrolle eingepflegt werden und somit kann ein vorhergehender, funktionierender Zustand wiederhergestellt werden. Weiterer Vorteil ist, es ist modular und einfach zu automatisieren. Jetzt ganz einfach schematisiert, Infrastructure als Code kann wie folgt aufgebaut sein. Der Code zur Linken schickt die API-Befehle an den Provider und der Provider richtet dann die Infrastructure ein, wie das im Code definiert ist. Dabei können mehrere Sachen gleichzeitig, nebeneinander oder in aufeinanderfolgender Reihenfolge definiert sein. Das Schöne ist, Terraform kann in unterschiedlichen Provider-Gruppen zusammengefasst werden. Diese sind Cloud-Provider, Container-Plattformen, Network-Provider. Also Cloud-Provider, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Container, Docker, Kubernetes, aber auch Nomad. Network-Provider,
F5 Big IP zum Beispiel, Versionskontrolle, GitHub, Bitbucket, Monitoring, Grafana, Ichinga, Databases, die klassischen SQL-Databases. Unterm Strich kann man sagen, wenn es eine API hat, ist es wahrscheinlich auch mit Terraform managebar. Entweder offizielle Provider-Plugins oder auch Community-Plugins. Der normale Ablauf ist im Prinzip, es existiert der Code. Dann führt man Terraform Init aus. Terraform Init lädt die benötigen Plugins und überprüft nach groben Syntaxfehlern. Dann sagt man Terraform Plan. Dann bekommt man eine Übersicht dessen, was erstellt werden würde oder was geändert werden würde im Vergleich zum existierenden Zustand. Dann kann man überprüfen, ob das übereinstimmt mit dem, wie man es sich vorstellt. Wenn es angewandt werden soll, kann Terraform Apply verwendet werden und die Infrastruktur steht. Wenn man die Infrastruktur nicht mehr haben, führt man Terraform Destroy aus und all das, was definiert ist im Code, wird entfernt und es entstehen keine weiteren Kosten. Ganz einfach, um die Konfigurationssprache zu verstehen, die HashiCorp Configuration Language oder was mehr oder minder auf JSON aufbaut, sieht wie folgt aus. Die Variablen können wie folgt definiert werden, deklariert werden. In der TF-Vars werden die dann auch definiert und im Code werden die so verwendet. Wenn keine Variable definiert ist, sondern nur deklariert ist, dann wird beim Ausführen von Terraform Plan oder Terraform Apply gefragt, welchen Wert man für diese Variable haben möchte. So kann man auch seinen Code variabler gestalten. Und es lässt sich wunderbar mit Modulen kombinieren. Wie gesagt, der vorhergehende Vortrag von Emily war sehr gut, was auch die Module betraf. Aber nur einfach, um es kurz darzustellen, Module können so verwendet werden. Im Quellcode gibt man einfach an Modul, sagt, wo dieser den Pfad zum Modul oder gibt den Pfad zum Modul an. Dieser kann lokal liegen. Oder es ist auch möglich, ein Git-Repo zu verwenden und einfach einen bestimmten Tag von diesem Git-Repo zu verwenden. Somit kann man auch leichter Zustände wiederherstellen, wenn man Breaking Changes durchgeführt hat und die können auch mit Variablen kombiniert werden. Wenn mehrere zusammenarbeiten, wird das TF-State-File, welches den Zustand beschreibt, in einem Backend gespeichert und je nach Form des Backends wird auch ein Log verwendet, dass nicht mehrere gleichzeitig Änderungen durchführen können, was vielleicht zu unvorhersehbaren Resultaten führen kann. Aber so viel zur Einleitung. Ich möchte mich in meinem Talk mehr auf das Management von Containerplattformen und Versionskontrollsystemen befassen. Ein kleines Beispiel, Terraform und Kubernetes. Zugegebenermaßen, es ist ein sehr primitives Konstrukt. Ich sage mit Terraform, kommuniziere mit dem Kubernetes-Cluster. Und erstelle mir ein, zwei oder drei Nginx-Server und frage die einfach ab. Weil, wie gesagt, ich möchte einen High-Level-Vortrag halten und einfach nur zeigen, wie easy es geht. So. Genau. Hier ist mein Repo. Dann führe ich aus Terraform Plan. Um einfach eine Übersicht zu bekommen, was verändert werden soll. Ja, nichts wirklich Spektakuläres. Mit der Version 0.12 wurde es um einiges ausführlicher. Wenn es mir gefällt, sage ich Terraform Apply. Mit der Version 0.12 kam hinzu, dass bei Apply auch noch gesagt wird oder nochmal alles aufgeführt wird. Zusätzlich kann man auch einen Output definieren, der ausgibt, was beim Erstellen
der Infrastructure für Parameter gesetzt wurden. Ich habe gesagt, es soll nur ein Nginx erstellt werden und auf diesem Port erreichbar sein. Das können wir auch einfach mal kurz überprüfen. So. Ich verwende in diesem Falle Curl, weil im Browser wird Caching genutzt und dadurch sieht man keine Veränderung. In dem Falle sehen wir, okay, der Nginx-Server läuft auf der SEMA IP. Nichts Spektakuläres. Wenn wir aber sagen, wir wollen letztendlich nicht ein Nginx haben, sondern drei. Sagen wir einfach, okay, Variable 3, der stellt fest, was für eine Veränderung stattfinden soll. Gibt es hier an. Mach aus einer Replika 3. Ich bin damit einverstanden. Und dann sollte man sehen, dass ich eigentlich auch genau die Container ändern. Relativ simpel und nichts groß Spektakuläres, kein Hexenwerk. Wenn man einfach sagt, okay, ich habe genug davon, Terraform Destroy und das war's. Aus die Maus. Gut. Man könnte argumentieren, okay, mit Deployment und dynamischen Systemen, das kann Kubernetes von alleine oder ich hätte es mit wenigen Zeilen Helmchart auch bekommen können, kann ich zwei Dinge dazu sagen. Erstens, Terraform kann auch Helmcharts verwenden. Und zweitens, wie gesagt, ich möchte mit dem Talk inspirieren, einfach Terraform außerhalb nur der Cloud-Umgebung zu benutzen. Es supportet sehr viele Provider. Vielleicht ermöglicht es für euch, den Alltag leichter zu machen. Nächstes Beispiel. Terraform und GitLab. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal an so einen Gedanken oder so einen Gedanken gehabt? Möchte ich vielleicht mein GitLab mit Terraform kommunizieren lassen? Weil GitLab hat ja auch eine API und ist sogar supported. In dem Falle sage ich mit Terraform, erstelle mir ein GitLab-Projekt. Also, meine GitLab-Umgebung ist leer, keine Projekte, langweilig, ich weiß. So, GitLab. Den Terraform-Plan-Teil erspare ich euch mal. Genau. Aus Debugging-Gründen und zur Illustration habe ich gesagt, dass gleich mein GitLab-Token von dem Projekt, was ich mit Terraform erstellen ließ, ausgegeben wird. Eigentlich sollte man den gut aufbewahren und sicher halten. Aber naja, es ist, wie gesagt, zu Illustrationszwecken. Schauen wir auf unser GitLab, sehen wir, okay, wir haben ein Projekt mit Terraform erstellt. Das ist doch toll. Aber langweilig. Was nützt uns das? Wir haben nichts. Nicht mal eine Pipeline. Ups, sorry. Nachschauen, Runner. Ja, können wir hinzufügen. Aber wir erkennen zumindest, dass der Token der gleiche ist, wie er uns ausgegeben wurde. Ja, gut. Was ist, wenn wir einfach mal sagen, wir wollen einen GitLab-Runner zu unserem Projekt hinzufügen oder mit dem Projekt zusammen einen GitLab-Runner erstellen und den auch einbinden, weil es ist nicht unbedingt immer gleich, dass die Leute, die Developer sind und ein GitLab-Repo nutzen, auch für die Infrastructure zuständig sind. Manchmal heißt es, wir wollen ein neues Repo, bla, machen wir, dass da ein Runner funktioniert. Somit lässt sich das mit einem einfachen Terraform-Befehl ausführen. Wir haben unseren Runner hinzugefügt. Neues Projekt erstellt, Runner eingebunden, fertig. No Act.
ohne irgendwelche manuellen Eingriffe, Suchen von irgendwelchen Tokens, irgendwelche Tokens hinzufügen. Man kann einfach sagen, dass der Token, der von dem GitLab-Projekt erstellt wird, auch gleich direkt an den Runner weitergegeben wird. Kein Problem. So. Genau, das haben wir gerade gemacht. So, aber wenn wir ein GitLab-Projekt haben, können wir auch noch andere Spielereien machen. Zum Beispiel, es kann ja auch Leute geben, die sagen, ich will kein GitLab-Runner haben, mich interessiert ein Kubernetes-Cluster daran anzubinden. Kein Problem. Einfach Terraform Apply, Enter, bestätigen. Ich habe jetzt absichtlich gezeigt, was da die Hintergründe sind, weil sonst sollte man das Zertifikat auch nicht so offenlegen. So, schauen wir einfach mal wieder in unseren GitLab hinein. Siehe da, wir haben unser Demo-Ordner und wenn wir auf Operation gehen, Kubernetes, ist mein Cluster angebunden. That's it. So einfach kann es gehen. Hauptsache, man hat erstmal seinen Cluster fertig oder vorher zu stehen oder kann ihn auch mit Terraform erstellen, wie man möchte. Und genau, damit war ich etwas schneller als geplant. Etwas arg schneller, okay. Meine aktuellen Kritikpunkte sind, es gibt eine wunderbare Übersicht, was geändert wird, also als positive Kritik. Es ist aber auch sehr providerspezifisch. Das heißt, wenn man jetzt wieder zurück zum Cloud-Gedanken kommt, man kann nicht eins zu eins den Code übertragen von AWS zu Azure zu Google, weil einfach wie die Cloud-Provider im Hintergrund funktionieren, lässt sich nicht eins zu eins übertragen und dadurch ist es auch nicht so einfach, den Code so anzupassen. Wenn man jetzt Provisioner benutzen möchte, geht zurzeit Salt, Chef und Puppet und auch rudimentäre Provider, wie zum Beispiel Bash oder Shell-Befehle. Gegenwärtig ist kein Ansible-Support, aber ich habe in einem vorhergehenden Talk gezeigt, wie es möglich ist, mit Ansible Terraform auszuführen, die Informationen, die Terraform einem zurückgibt, wieder für Ansible zu benutzen, um dann weitere Sachen zu provisionieren. Gegenwärtig ist es zwar Version 0.12, aber es können eigentlich immer größere Änderungen erwartet werden. Nichtsdestotrotz sind die Versionen in der Regel sehr stabil. Es gab eine größere Veränderung von 0.11 zu 0.12, was die Konfigurationssprache anging. Aber die Dokumentation ist sehr gut. Kurz noch als Anmerkung, ich arbeite als IT-Consultant für die Artex AG. Wir machen im Prinzip so alles, was um Rechenzentrum, Automatisierung sich dreht. Das sind unsere Kontaktdaten. Und wir veranstalten auch im Oktober die OSAT Open Source Automation Days, was sich mit diesen Punkten befasst. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Jetzt an dem Beispiel Danke. Am Beispiel ein Repo anlegen zu wollen, in GitLab in dem Fall, ich werde ja in der Regel das gleiche Repo nur einmal anlegen. Ja. Aber man will vermutlich ein Template haben, welches man immer wieder benutzt für neue Repositories. Wie sieht das aus mit diesem Templating? Beispielsweise, wie ich anfangs gesagt habe, kann das Mikrofon vielleicht etwas reduziert werden? Okay, wie ich anfangs gesagt habe, die Variablen, wenn sie deklariert, können deklariert werden, aber nicht definiert werden. So kann beispielsweise Terraform Apply ausgeführt werden und dann kommt eine Abfrage, wie möchtest du dein GitLab-Projekt nennen? Und dann wird es dementsprechend erstellt. So kann man es machen. Oder man kann direkt beim Ausführen direkt die Variable geben, so wie ich gerade eben diese Repli gesetzt habe. So ist es beispielsweise möglich. Gut, vielen Dank. Ja, bitte.
Sag einfach. Ja, ein bisschen Erfahrung mit Terraform. Und Problem, das ich immer wieder stoße, ist, wenn du Sachen einrichtest und deployst, speichert Terraform seinen State lokal in Textfiles. Ist dir ein Mechanismus oder ein Service oder ein Tool bekannt, mit dem sich dieser State über Teams oder über größere Mengen von Leuten scheren lässt? Ups. Backends ist das Zauberwort. Ich schlage vor, am besten rede mit der Emily oder schau dir den Tag von der Emily an. Genau darauf geht sie ein. Und auch ihr bevorzugter Wrapper für Terraform, Terragrunt, da erklärt sie das wunderbar. Ansonsten lässt sich das kurz zusammenfassen. Du gibst im Prinzip als zusätzlichen Provider Backend an, sagst, welchen Typ dieser Provider hat. Also die Frage war, wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, wie ist es möglich, dass der Zustand, der im TF-State abgespeichert wird, auch für alle einsichtig ist und auch gleichzeitig verwendet werden können. Genau. Dazu kommen die Backends ins Spiel. Die werden verwendet wie ein klassischer Provider. Dann sagt Provider Backend, gibt den Typ an, S3-Bucket, Azure, whatsoever. Und je nachdem, welcher Typ verwendet wird, ist ein Log-Mechanismus möglich, der verhindert, dass mehrere zeitgleich darauf zugreifen oder Veränderungen durchführen. Das sollte das Problem lösen. Gerne. Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen? Gut. Also, wie gesagt, meine Hauptmotivation war, einfach anzuregen. Das Tool ist leicht zu verwenden. Es gibt eine sehr große Menge an Provider. Und manche API-Calls werden recht umständlich umgesetzt. Wenn das Tool eine API hat, nutzt es. Wenn es in Code umzuformulieren ist, umso besser. Macht es. Es ist wirklich einfach. Gut. Ansonsten, go nuts, have fun.